Willkommen zurück zu Far Cry 4. So, da sind wir wieder und es geht weiter. Und zwar, wo geht es denn eigentlich weiter? Müssen wir erstmal reingucken. Nebenbei gesagt, es ist immer noch brüllend heiß. Von daher hoffe ich, dass die heutige Folge ein bisschen schneller vorübergeht. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, ach, das geht ganz fix. Und dann wurde es mal eben eine 45-Minuten-Folge. Heute gucken wir mal. Schauen wir mal einfach. Übrigens, was mir noch aufgefallen ist, natürlich erstmal herzlichen Dank an euch alle, dass ihr immer noch zuseht, kommentiert, liked und so weiter. Vielen Dank dafür, finde ich immer noch überwältigend. Jetzt aber zu dem, was mir aufgefallen ist. Wir haben ja die eine Yogi und Reggie Folge, also ich habe sie gespielt, ihr habt sie aber nicht gesehen, weil mein Aufnahmeprogramm die gefressen hat. Das war eine Folge im Lande Shangri-La. Shangri-La. So, und zwar ging es darum, dass wir diese Shangri-La-Tangas zurückholen müssen. Die kann man tatsächlich auch so in der Welt finden. Also von daher ist es nur so halb dramatisch, dass die Folge nicht aufgenommen wurde, weil wir können trotz alledem, auch wenn wir die Yogi und Reggie-Folge da nicht mehr haben, diese Shangri-La-Tangas immer noch in der offenen Welt suchen. Und vielleicht machen wir das jetzt einfach mal, dass wir mal eines dieser Tankers einfach mal versuchen zu bekommen. Denn seht ihr nämlich ungefähr, hoffe ich, wie abgefahren diese Yogi und Reggie-Episode war. Da bist du ja. Weil ich dachte, du kommst es nicht scheint dann ja ins Lande, ich glaube, das Land hieß auch Shangri-La. Alter. Da geht einiges. Es geht da ja scheinbar ins Lande Shangri-La. Und da spielte eben auch diese Episode. Und das war einfach so hart geil abgefahren, dass wir das definitiv machen müssen. So, es gibt wieder jede Menge geile Knarren. Aber ich glaube, ich bleibe bei meinem Setup erstmal. Finde ich nämlich gar nicht mal so schlecht. So, haben wir die Muni aufgefüllt? I don't know. Jetzt haben wir es gemacht. So. Zack. Ich weiß zwar nicht, wie viel uns das Ganze jetzt am Ende bringt, aber soweit ich das in Erinnerung habe, diese Tankas, das sind irgendwie Teile, wenn ich es richtig verstanden habe, eines Gemäldes, einer Karte. Und, was? Fängt ja schon gut an. Ich glaube, ich habe die W-Taste verfehlt und habe E gedrückt. Da bist du ja. Ich dachte, du kommst nicht zurück. Okay. Mal gucken, ob wir trotzdem noch alles kaufen müssen. Nee. Auf jeden Fall, dieses Gemälde, diese Map oder was das immer war, die sah jetzt nicht so riesig aus. Also ich glaube, wenn diese Missionen spaßig sind, dann kann man die theoretisch auch ziemlich schnell abfrühstücken. Das sind 1, 2, 3. Es scheinen nur 4 Missionen, wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen habe. Es scheinen nur 4 Missionen gewesen zu sein. So. Jetzt ein bisschen die Taste im Auge behalten. Also von daher, das wäre durchaus etwas, was ich hier auch im Let's Play machen würde. Wie gesagt, diese 100 Tagebücher oder was das ist, werde ich definitiv nicht machen. Das ist ein bisschen too much, aber 4 Missionen sind machbar. Und wenn sie dann noch so witzig sind wie die, oder so abgefahren wie die letzte, die ich gemacht habe, dann kann man das auch durchaus bringen. Wir müssen mal gucken. Wir schauen jetzt einfach mal, wie das Ganze in Aktion aussieht. Und entscheiden dann, ob wir es wirklich bis zum bitteren Ende durchziehen oder eben nicht. Mal gucken. Oh, oh. Ja. Durchbleiben. Okay, die Schwierigkeit wird wahrscheinlich sein, das Ganze zu finden.
Frage ist jetzt natürlich, ist es im Berg oder ist es auf dem Berg? Da oben ist irgendwas ist da. Das können wir uns vielleicht mal angucken. Ja, ja, ja. Das hier ist auf jeden Fall das Suchgebiet. Okay, er gibt Ruhe. Aber das hier ist nicht mehr das Suchgebiet. Aber hier sind auf jeden Fall Fahnen und so. Und ein Weg. Ach, aber ich will da ungern jetzt runterspringen. Ich habe auch jetzt... Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie man in diese Shangri-Lula-Welt reinkommt. Da ist ein blauer Felsen. Der ist aber auch nicht im Suchgebiet. Suchgebiet ist auch nicht sonderlich groß. Also es muss irgendwo hier eigentlich auf dieser Spitze sein oder in der Spitze. Warte mal. Ich möchte ungern den Gyrokopter aufgeben. Was sind das da hinten schon wieder für ein Licht? So. Lass uns mal gucken. Wir haben hier auf jeden Fall... Alter. Ein Honigdachs haben wir da. Ne, was ich eigentlich sagen wollte. Hier ist auf jeden Fall, Kletter. Ein Kletterpunkt. Also wäre es doch irgendwie nur logisch, wenn man den auch nutzen müsste. Lasst uns mal gucken. Aber letzten Endes, man kommt nur da nach oben. Wir gucken mal ein bisschen und wenn ich's da nicht finde, dann machen wir irgendwas anderes. Aber es macht ja schon Sinn, dass man von da unten hier hochkommt. Andersrum ist es ja Schwachsinn. Du bist ja eigentlich unten unterwegs, also wäre die logische Schlussfolgerung, wir klettern hier hoch, um uns hier oben um... Da, das könnte es... Doch, der blaue Stein. Der blaue Stein führt uns ans Ziel. Kalinaks Abstieg. Das kommt hin. In so einem Ding war ich, glaube ich, auch in der Yogi und Reggie-Folge drin. Wir gucken mal. Okay, Haken lösen. Es geht noch sehr viel tiefer runter. Könnte sogar in der Theorie sein... Nee. Ich wollte gerade sagen, dass das hier vielleicht sogar der Ort ist, an dem ich unterwegs war. Was haben wir da? Wir haben ein verlorenes Tagebuch gefunden und die Leiche von Captain Jack Sparrow. Da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Aber wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Also weiter runter. Eieiei. Warte mal, da... Irgendwas gibt es dort. Scheint nur ein Schatz zu sein, aber wir gucken uns das Ganze mal eben an. Okay. Das ist mal ein Seil. Also letzten Endes müssen wir da runter. Oh nein! Oh nein! Jumpscare-Fische sind hier. Sonst hätte ich mich jetzt nicht verletzt. Aber egal. So, wir schwimmen wieder ins Suchgebiet. Es scheint also... Und da geht's in die Welt. Oder? Oder finden wir das Ding jetzt einfach nur?
Okay, es scheint so zu sein, dass wir wieder in die Welt von Shangri-La kommen. Sehr schön. Ah, nice. Also wie gesagt, das erste Mal hier reinkommen war richtig flashy. Das hat richtig geflasht, weil man so gar nicht damit gerechnet hat. Beim letzten Mal hatte ich noch einen Jigger dabei. Krass, oder? Da ist er wieder. Das ist der Teaser. Den kann ich auch punktuell steuern. Ich kann dem Befehle geben. Frage ist jetzt. Raja ne Shangri-La ki khoj mein kai khojkartaon ko bheja. Hum socha karte the ki kya wo swarg mein jeevan bita rahe hain ya unhe maut ka samna karna pada. Nähere dich dem Super. Oh, nice. Beim letzten Mal hatte ich so ein können. Da hatte ich so eine Machete. So, halte dies und das, um die Zeit zu verlangsamen. Okay, die Zeit wird verlangsamt, bis die Anzeige leer ist. Die Anzeige füllt sich automatisch auf, wenn sie nicht benutzt wird. Alles klaro. Was man auch noch sagen muss, der letzte Auftrag hier im Shangri-La-Universum, der war auch echt nicht ohne gewesen. Das war schon, war schwierig. Es war schwierig, weil man ziemlich schnell seine Energie verliert. Oh, da ist einer. Und ich glaube, das hier wird nicht einfacher, weil man jetzt schießen muss. So, aber ich kann den Tiger befriedigen. Das macht die Sache sehr viel einfacher. Oh nein, der Tiger ist tot, oder was? Also der Tiger kann down gehen. Der Tiger kann down gehen, der kommt dann aber wieder. Okay. Der scheint noch down zu sein. Doch, 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 er ist wieder da. Da ist er wieder. Okay. Das war Verschwendigung. Okay. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob die hier unendlich kommen. Oder, ähnlich. Ob wir einfach vorstoßen müssen. Ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal ein Stück vor. Ich hätte mir vielleicht noch Pfeile mitnehmen können. Ich gehe davon aus, dass hier genügend Pfeile rumliegen. Ja! Oh, der lebt noch. Und da seht ihr es gerade. Energie geht unfassbar schnell flöten. Dafür kann man sich mit einmal Heilung auch direkt komplett heilen. Aber man muss schon arg aufpassen. Das war beim Yogi und Reggie Durchlauf wirklich problematisch teilweise. So. Aber es ist straight away einfach nur abgefahren. Oh, da geht's nach Oblivion. Das erkenne ich. So. Da wird uns auch gezeigt, wir können den Tiger hetzen. Das machen wir natürlich auch. Aber manchmal bist du einfach auch schneller als der Tiger.
trockener Schwein! Wieso denn? Ackermann! Ist natürlich letzten Endes ein ziemlich schlauchiger Level. Warte mal gerade, was ich gerade sehe. Ich hoffe, ich kann das hier mal eben on the fly machen. So. Irgendwie sieht das Bild ein bisschen verschoben aus. So. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Also, ich weiß gar nicht, ob man es auf der Aufnahme gesehen hat. Oder immer noch sieht. Das sieht so ein bisschen aus, als ob das Bild unten einen schwarzen Rand hat. So. Bin nicht sicher. Naja, ich hoffe, dass das gerade im Aufnahmeprogramm nur ein bisschen täuscht. Ansonsten habt ihr in dieser Episode unten einen schwarzen Rand, der hoffentlich nicht allzu sehr stört. So, da oben ist das nächste Oblivion-Tor, aber wie kommen wir da denn hin? Da müssen wir hin. Da ist auch ein Oblivion-Tor. Hier scheinen ja Viecher zu sein. Man hört auf jeden Fall was. Oh, da. Okay. Vorsicht ist trotz alledem geboten. Wir können da rüber schwingen. Oh. Oh mein Gott. Jetzt könnte es unangenehm werden. Was da? Schön daneben geböllert. Down geht, ist halt echt immer so ein bisschen kriselig. Bleib mal stehen. Alter, warum halten die denn auf einmal so viel aus? Okay, den haben wir schön in den Kopf getroffen. Ach, warte mal, da oben müssen wir noch gar nicht drauf. Wir müssen da hinten. Okay. Was ist das? Das ist die Levelgrenze, würde ich sagen. Also wie gesagt, Levels hier relativ schlauchig, aber trotzdem designtechnisch einfach hammerkrass und wirklich so mit das Abgefahrenste, was Far Cry bisher zu bieten hat. Teil 3 hatte auch, ne, ich würde sagen, auf demselben Level Irrsinn gehabt. Aber das gehörte schon mit zum Irrsinnigsten aus der ganzen Far Cry-Serie. Und das gefällt mir gut, weil das gehört einfach auch zu Far Cry dazu. So, wir können die Money-Mühle drehen. Irgendwo, da. Und wusch. Drehen wir mal die Money-Mühle. Money, money, money. Beim ersten Durchlauf ist da immer was Abgefahrenes passiert, wenn man die Money-Mühle gedreht hat. Sowas zum Beispiel. Okay, betritt den Tempel. Die Mucke wird anstrengender. Hektisch rum. Ja, schnapp ihn dir. Mein Teaser.
scheint dieses Viech zu sein. Los, geh rauf da. Okay. War mir gerade nicht ganz sicher, ob man ihn vielleicht finishen muss oder so, aber scheinbar nicht. Hier, Tiger, nimm du dir den, dann nehme ich mir den da hinten. Oder vielleicht auch den, weil das sich gerade anbietet. Okay, einer müsste hier noch sein. Ich habe eben noch einen Pfeil. Nee, da sind noch ein paar mehr. Ich habe eben noch Pfeile von gesehen. Okay. Schön wäre jetzt noch irgendein Pfeilpaket. Ah, warte mal, wir müssen da oben hin. Warum habe ich denn gerade gedacht, dass wir da rüber müssen? Lass uns doch einfach mal hier. Da gehen die Lichter an, du. Lass uns doch einfach in den Tempel gehen. Mach auf die Tür. Da sind noch Pfeile. Hervorragend. Und ich glaube, hier geht es jetzt richtig ab. Captain Kötrich, das ist ja genau, was ich nicht unbedingt haben möchte. Okay. Okay, okay, okay. Wo müssen wir denn hin? Pauschal sagen wir hoch. Oh mein Gott. Okay. Ich höre auf jeden Fall was. Könnte vielleicht jetzt der tödliche Fehler gewesen sein. Oh Mann, oh Mann. Ja, der Tiger macht da schon mal ein bisschen Radau. Der ist abgehauen. Der hilft. Haben wir eine Map? Ne, wir haben gar nichts. Ich unke jetzt einfach mal, dass wir hier durchs Oblivion-Tor müssen. Ja, da hinten ist die Glocke, genau. Die Glocke der Erleuchtung. Kennt man noch aus dem ersten Level. Ja. Da kommen wir auch gut hin. Das war für den Arsch, aber egal. Aber egal. Oh, das hat sich nicht gut angehört. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Okay. Vielleicht den Tiger. Ei, der raus. Oh, oh, oh. Das war, glaube ich, sogar ein bisschen Pfeil. Pass auf. Der Tiger macht erstmal da unten. Jetzt. Alter. Vor allen Dingen der Tiger geht, glaube ich, kaputt. Ja, den mache ich ganz schön alle. Das heißt, wir werden gleich richtig Probleme kriegen. Auf jeden Fall zwischendrin immer heilen. Wie gesagt, ein Treffer, ein falscher Treffer kann mir das Ende bedeuten. Haben wir den da? Bisschen bedübelt. Was ist denn nun los? Eieiei. Das ist... Okay,
mal irgendwie den Deckel da fertig zu machen. Hat, glaube ich, geklappert. Aber dann kommen immer mehr. Auch Köder. Was mache ich eigentlich, wenn die Pfeile tatsächlich alle gehen sollen? Irgendwo lebt hier noch was. Da oben, da ist noch ein Dicker. Barber. So, geh hin da. Püppi! Nein, fertig, Püppi. Ich hoffe mal, es ist nur noch der eine. Jetzt hau ihn doch nicht unter den Felsen. Shangri-La hat's mal eben selber klar gemacht. Irgendwie scheinen die Pfeile auch ein bisschen zielführend zu sein. Schönen Dank. Glocke der Erleuchtung. Baby. So, fühlt euch erleuchtet. So, zu viel versprochen, war abgefahren, oder? War richtig abgefahren. Gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, jetzt sehen wir übrigens gleich das Tankcar, oder wie das heißt. Da seht ihr es. Ein Teil haben wir schon. Zweites Teil ist dran. Und ich glaube, eben waren es ja noch 4 Missionen gewesen. Also eine haben wir geschafft. Könnte hinkommen. Der Rakshasa. So. Könnte hinkommen. Wenn da jetzt noch Nummer 3, Nummer 4, vielleicht am Ende... Die Fähigkeit Jägersmann wurde im Fähigkeitenmenü freigeschaltet. Jägersmann. Ach da. Oh, nice. Das nehmen wir. Cool. Also es werden wahrscheinlich... Warte mal, ich muss mal am Bildschirm abmessen. 3, 4, 5. Vielleicht dann noch eine Endmission. Wir können ja noch mal gucken, wie viele jetzt hier noch offen sind. 1, 2, 3 und vielleicht kommt dann noch irgendwie ein Ende oder nochmal bei Yogi und Reggie. Müssen wir gucken. Aber das wäre was ich auf jeden Fall zu Ende bringen würde. Das gefällt mir ganz gut. Also, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Herzlichen Dank für die Daumen, für die Kommentare und vor allem fürs Zusehen. So, meine lieben Freunde, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.